Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Kannst du heute Amen hierzu sagen? Wahrscheinlich kann nicht jeder, dem ich diese Frage heute stelle, das mit einem lauten Amen bestätigen. Und ehrlich gesagt, habe auch ich diesen Vers an einem Morgen gelesen, an dem ich betrübt aufgewacht bin. Es war mir die letzten Tage schon so ergangen. Irgendwie hatte sich eine Schwere in meinem Leben breit gemacht, die ich nicht fassen konnte. Kennst du das auch? Von Freude war also nicht die Rede. Und zusätzlich stand ich vor so vielen Entscheidungen, über die ich gebetet und keine Antwort erhalten hatte, dass ich den Teil des Verses, in dem es heißt, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, so nicht hätte unterschreiben können. Dennoch aber konnte ich, als ich diesen Vers aus den Psalmen an diesem Tag las, laut Amen dazu sagen. Nicht, weil ich es gerade erlebte, doch weil ich es dennoch fest für meine Zukunft glaubte. Und ich weiß, dass genau das den ganzen Unterschied macht. Glaubst du denn an Gott? Ich gehe jetzt mal von einem Ja als Antwort aus. Wenn du also sagst, ich glaube an Gott, dann sagst du damit automatisch, ich glaube an das, was ich noch nicht sehen kann. Ich glaube daran. Im Hebräerbrief heißt es hierzu, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und deswegen darfst du jeden Vers voller Glauben lesen und mit einem lauten Amen bestätigen. Selbst wenn du das im Moment noch nicht so erlebst, weil du es für deine Zukunft glaubst. Wenn du dich nicht über heute freuen kannst, dann freue dich im Glauben auf morgen. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.